Und dann haben wir Don und Pulverdon. Schiefgule. Also gut, Junge. Das sieht nicht gut für dich aus. Ich bin unschuldig, unschuldig. Routinemäßige Unschuldsbeteuerung wurde zur Kenntnis genommen. Crooked Cleat. Danke. Je schneller man die Formalitäten hinter sich bringt, desto schneller kann man zur Sache kommen. So, da schauen wir uns das mal näher an, den zweiten Fall. Was haben wir denn? Wir haben hier Ghoulie, Agent McScream und den Verdächtigen und dahinter eine Gestalt hinter dem Glas, sowie auch noch irgendwas auf dem Tisch. Eine Überwachungskamera und wir könnten rausgehen. Okay, wir fangen erstmal an mit Agent McScream. Also wir sind hier in dieser parallelen Geisterwelt, wo es viele der Charaktere halt einen Counterpart gibt, der ein bisschen anders ist als Original. Wir wissen ja, Dooley ist immer der Blöde und McQueen ist der schlaue Detective und hier ein paar Counterpart. Sie haben Bärte und sind anders angezogen. Genau. Viel cooler. Quetschen wir diesen Ganoven aus, damit er uns etwas über den neuen Don und seine kriminellen Waschpulvergeschäfte erzählt. Sollen wir dafür eine hydraulische oder pneumatische Presse benutzen oder vielleicht eine Olivenpresse? Du wirst bei der Lösung des Falls keine große Hilfe sein, oder? Im Idealfall nicht. Ihr seht also, hier ist auch getauscht. Er schlau, er bin doof. Ja, guck mal, was gibt's denn hier? Tisch. Da haben wir ja einen ganzen Tisch voller Beweise vor uns. Dann knien wir uns mal rein und sehen, ob wir diesen Halunken mit den Verbrechen in Verbindung bringen können. Schieben wir die Sachen ein bisschen hin und her. Vielleicht können wir alles miteinander verbinden und die richtigen Fragen finden, mit denen wir ihn grillen können. So, was haben wir denn alles auf dem Tisch liegen? Wir haben einmal Fingerabdrücke. Ein komplettes Set von Finger, Zehen und Schwanzabdrücken. Das lasse ich mal so stehen. Dann zwielichtiges Foto. Der zwielichtige Drahtzieher hinter den Verbrechen in Lone Lake. Wir haben Twin Lakes und wir haben Lone Lake, ja. Momentan sind unsere einzigen Anhaltspunkte, dass er existiert und ich ihn nicht leiden kann. Beweisbeutel. Ein Beutel mit Waschpulver. Höchst illegales Zeug. Die Menschen sollten dreckig bleiben, so wie Gott sie geschaffen hat. Akte über den Verdächtigen. Eine Akte über den frisch eingetroffenen Verdächtigen, der uns an diesem Tisch gegenüber sitzt. Er trägt den unvorteilhaften Namen Cletus Krumm und ist auch als Krummer Cleet bekannt. Kein Wunder, dass er im Knast gelandet ist. Sagt er noch was? Nein. Akte. Eine Reihe von Verbrechen, die ebenso schändlich wie ungelöst sind. Warum haben wir hier drei Punkte eigentlich? Moment, ganz kurz. Warum haben wir hier drei Punkte unten? Okay, welche Karte ist noch wichtig? Kamera. Die Aufzeichnung dieses Verhörs wird zurück in deine Kindheitsträume geschickt, um dich von der schiefen Bahn fernzuhalten. Ich erinnere mich an diesen Traum. Er hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, kriminell zu werden. Wir warten noch auf die offizielle Auswertung der Wirksamkeit dieser Methode. Direkt nach dem Traum habe ich die Schule geschmissen und bin aus dem Ruderverein ausgetreten. Ruhe jetzt. Okay. Ah, oh Gott, das ist alles ein bisschen anders in der Welt. Haben wir in den bisherigen Folgen ja schon erlebt. So, dann haben wir hier noch in der Scheibe. Der staatlich beauftragte Beobachter. Okay. Dann würde ich sagen, wir reden einfach mit ihm. Verdächtigen. Crooked Cleat. Mann, ich will mit meinem Anwalt sprechen. Dein Anwalt wurde gefunden und unschädlich gemacht. Gemäß Polizeiverordnung 4, Abschnitt 4. Gib auf, Junge. Anstatt nach deinem Anwalt zu quengeln, solltest du deine Schandtaten einfach zugeben. Na, wie wär's? Das scheint mir eine Falle zu sein. Der Übeltäter ist ganz schön gerissen, aber den schnappen wir uns. Was? Okay, tschüss. Ich muss mehr herausfinden, wozu ich ihn befragen kann. Zurück ans Reißbrett, oder besser gesagt, zum Tisch. Jetzt erstmal das machen. Okay, ah, sie sagt wieder mehr.
Momentan sind unsere einzigen Anhaltspunkte, dass er existiert und ich ihn nicht leiden kann. Setz den Schwanz abdrücken, dann hier Beutel Waschpulver. Wir sollen dreckig bleiben. Akte über den Frisch. Er trägt einen unverteuften Namen. Fallakte. Ich weiß nicht, also ich kann ja hier nirgendwo was anderes noch machen. Mit Rechtsklick auch nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz raus, weil wir können uns hier nirgendwo näher Tisch untersuchen. Ich hatte jetzt gerade Tisch unter. Tisch unten suchen gelesen. Dachte, wir könnten unterm Tisch was suchen. Egal. So, zur Rezeption. Nicht so schnell. Keiner von uns verlässt den Raum, bis wir haben, was wir wollen. Okay, das hatten wir auch schon. Gut, verdächtigen nochmal. Nochmal gib auf. Ich muss mehr herausfinden, Tisch untersuchen. Oder steht hier noch mehr? Können wir das aufschlagen vielleicht? Ach, wir können etwas hin und her schieben. Ach, gut. Vielleicht können wir ihn dazu bringen, den Anführer zu verraten, um seine eigene Haut zu retten. Was für ein abgedroschener Trick, darauf falle ich nicht rein. Hey, du solltest diese Gespräche eigentlich gar nicht hören. Hör auf zu schummeln. Tut mir leid, das war gemein von mir. Jetzt haben wir etwas, womit wir ihn unter Druck setzen könnten, wenn wir zum Vorhör zurückkehren. Hier muss es noch mehr geben, womit wir ihn zermürben können. Okay, wir müssen also... Fallakte... Fingerabdrücke. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den beiden Beweisstücken. Ungelöste Fallakten und Fingerabdrücke vielleicht überprüfen? Gut. Waschpulver und Fallakten. All diese ungelösten Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Dass sie... ungelöst sind? Zwei Gemeinsamkeiten. Erstens sind sie ungelöst und zweitens drehen sie sich um den illegalen und damit verbrecherischen Verkauf von Waschpulver. Hat er was damit gemacht? Kein Zusammenhang? Wenn wir den Gauner auf frischer Tat ertappen würden, hätten wir ihn. Wir müssen nur wissen, wann die Tat beginnt und wie lange sie dauert, damit wir ihn in aller Ruhe schnappen können. Damit hätten wir eine neue Frage an den Verdächtigen. Hier muss es noch mehr geben, womit wir ihn zermürben können. Wir haben noch eine Frage. Verdächtiger, wir hatten dich, glaube ich, hier hingezogen. Können wir noch die Abdrücke? Wenn ich mich nicht irre, was ich nicht tue, gehören diese Fingerabdrücke zu deinen Fingern? Die kenne ich nicht. Was? Deine Fingerabdrücke? Ja, keine Ahnung, wer sie sind. Nie gesehen. Okay, dann zweites Foto. Wenn wir die Abdrücke von diesem schmierigen Typen hätten, müssten wir ihn nicht noch jagen, oder? Wir suchen nach einer Verbindung zwischen dem neuen Drahtzieher und der vorhin erwähnten neuen Verbrechenswelle in Lone Lake. Das hatten wir schon. Achso, das hatten wir auch schon. Okay, damit können wir also nichts weitermachen, weil wir haben jetzt schon überall hingezogen. Die Fallakten hatten wir schon auf die Fingerabdrücke, auf die Weißbeutel hierhin gemacht und hier drauf hatten wir es schon. Also damit geht nichts mehr, damit geht nichts mehr. Das heißt nur noch hier. Na, was haben wir denn hier? Sieht aus, als wäre dieser Beutel mit Waschpulver voll mit deinen dreckigen Pfotenabdrücken. Du solltest das Ganze nüchtern ansprechen und das sage ich ohne jede Anspielung auf diese Substanz. Wozu dann diese Anmerkung? Verschwende nicht deinen Atem, Junge. Das werde ich den Verdächtigen aufs Brot schmieren, oh yeah. Jetzt sollten wir genug Fragen haben, um den Verdächtigen festzunageln. Nehmen wir ihn in den Mangel. Also wie ihr seht, haben wir also so fünf Stellen, die wir so beliebig kombinieren können. Ja, also maximal 10 Kombinationsmöglichkeiten, aber es kommen 3 Fragen raus. Okay. So, red mal. Deine Fingerabdrücke sind auf dem Pulver. Junge, wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen dich laufen lassen. Kleinkriminalität ist gut für die Stadt und hält die Polizei auf Trab, wenn wir nichts zu tun haben. Wie soll ich sonst mein Haus abbezahlen? Mit einem neuen Job? Eine Stadt ohne Kriminalität klingt für mich nicht schlecht. Wenn ich kein Verbrecher wäre, würde ich dafür gerne Steuern zahlen. Nicht frech werden. Wir wollen den Chef, den Leithammel, den Bandenführer. Wenn du uns zu ihm führst, dann lassen wir dich gehen. Was springt dabei für mich raus?
Was? Hast du nicht zugehört? Du kommst ungeschoren davon. Stimmt, das habt ihr gesagt. Ja, also gut. Ihr wisst es nicht von mir, aber er macht seine Geschäfte in den Docks. Das ist für eine Schmugglerbande so naheliegend, dass ich an unserer Ermittlungsfähigkeit zweifle. Warum haben wir das noch nicht überprüft? Was? Ich hab dich letzten Monat dorthin geschickt, Maxstream. Dann zweifle ich an deiner Menschenkenntnis. Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Bist du die zwielichtige Gestalt auf dem Foto? Schön wär's. Ich bin ein Niemand. Ganz am Ende der Verbrechenskette. Ich meine der Nahrungskette. Wenn ich das auf dem Foto wäre, wäre ich ganz bestimmt nicht er. Wer ist es dann? Wer ist der geheimnisvolle Mann? Keiner von uns weiß, wer er ist, nur, dass er der neue Don ist. Der neue Don? Irgendeine zwielichtige Gestalt hat also vom Körper des Dons Besitz ergriffen, nachdem dieser nach Recht und Gesetz verhaftet wurde? Ja, so kann man es zusammenfassen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wann steht euer nächster Deal an? Selbst wenn ich es euch sagen würde, könnt ihr ihn nicht mehr aufhalten. Also geht er in diesem Moment über die Bühne? Oh Mist. Der neue Don verdickt also jetzt gerade illegales Waschpulver in den Docks. Nimm die Beine in die Hand, Maxstream. Die Jagd ist eröffnet. Los, Maxstream. Wir haben einen Fall zu knacken. Knacken und dann wieder fein säuberlich zusammensetzen, damit wir ihn abschließen können. Okay, damit können wir gehen. Also gut. Wir ziehen aus. Wir ziehen aus? Egal. Meine Hosen bleiben anschief. Das ist nicht verhandelbar. Ach, den kennen wir den nicht aus. Oh Gott, ich muss lügen, aber ich glaube, ist das nicht Teil 1? Wir haben einen Anhaltspunkt. Gehen wir. Wenn wir auf Verstärkung warten, können sie uns entwischen. Und diesmal nicht. Lu? Der macht nur noch Schreibtischarbeit, weil er zu blutrünstig ist. Nein, bei diesem Fall sind wir auf uns gestellt. Dann lass uns ein weiteres Mal das Tor zur Hölle durchqueren. Und wenn es keine Umstände macht, würde ich diesmal auch gleich dort bleiben. Schön. Warte mal, wer ist hier der Fahndungsplakat? Ist das aus der 2 dieser Inne? Ja, ich glaube. Mein Verbrecher Nummer 1, gleich nach dem Don. Das macht ihn dann zu Nummer 2. Poster. Irgendwann schnappen wir ihn schief. Er kann nicht ewig davonlaufen, nicht vor uns, seiner Familie und den interdimensionalen Hunden, die ich auf ihn angesetzt habe. Gesucht, können wir irgendwas machen mit dem Poster? Nein. So, Rezeption. Das Verhörzimmer, hier haben wir den Computer. Lu, was habe ich dir gesagt? Du sollst Safe Search aktivieren. Pass auf, wie du auf mein Revier mit mir sprichst, du Lebensform. Lu, nimm meine Anrufe entgegen. Nein, ich will dich nicht aufziehen, weil du keine Hände hast. Es sollte einfach nur souverän klingen. Wie etwas, was man sagt, wenn man geht. Meine Güte. Der Nervenkitzel der Jagd ist es, wegen dem ich in diesem Geschäft bin und Vetternwirtschaft. Okay, ich glaube, damit können wir gehen zu den Docks. Auf zum Fotomoto. Statt Reifen sind dabei. Es ist die andere. Wie geil. Na, was haben wir denn hier? Ronnie? Hast du das Zeug? Frisch aus der Waschküche, wenn du das Wortspiel verzeihst. Ganz schön schäbiges Wortspiel. Wie du meinst, na los, probier's aus. Regina, das Kleid. Der Fleck ist sofort verschwunden. Das ist richtig gutes Zeug, Boss. Wir nehmen alles. Hier ist die Kohle. Sei wir in Zugriff, sonst entwischen sie uns. Okay, wir können die Kiste hier drauf schießen lassen. Jetzt haben wir ja Kran. Ein Entladekran, wie man ihn in den Docks häufig sieht. Er wird zum Verladen von meist illegalen Waren benutzt. Eine Kiste. Eine Kiste mit den für die Docks üblichen Waren, wie zum Beispiel Gliedmaßen oder verängstigten Katzen. Dann haben wir hier Schlüssel. Ein Schlüssel in bequemer Griffweite.
Ein winziger Schlüssel, auf dem die Worte "Benutze mich" stehen. Kontrolltafel. Steuerelemente für den Kran. Okay. HM Extreme. Wir müssen still sein wie ein Grab. Am besten wie eins, aus dem ich gerade ein Zombie auszubrechen versucht. Muscle? Hä? Regina, ist vor uns egal. Diese Schurken blicken jedes Jahr finsterer drein. Wäschebehälter? Ein Koffer, der bis zum Bersten mit illegalem Waschpulver gefüllt ist. Oh mein Gott. Oder wie Micha sagt, oh my God. Ich schätze auf einen Gegenwert von 19 Nieren und einem vollständigen Satz Lungen. Interessant, dass man das damit aufwiegt. Der Dealer? Wenn meine Augen mir keinen Streich spielen, ist das Ronnie Crayfish. Er hat seinen Zwillingsbruder nach der Geburt aufgegessen, um seinen Verbrecherring zu übernehmen. Okay, da haben wir Slim and Fats. Slimrig O'Toole. Auch bekannt als Slim. Dumm wie Stroh, aber gefährlich wie mehrere Hämmer, die an einer Kettensäge befestigt sind. Hämmer an der Kettensäge. Interessant. Und Fatima Fats Giovanni ist das brutalste Mitglied der Giovanni-Familie. Der Rest der Familie ist eigentlich ganz nett. Und der Don? Da ist er, in unserer Reichweite. Warum ergreifen wir ihn nicht gleich mit dem langen Arm des Gesetzes? Unmöglich. Der lange Arm des Gesetzes ist nur eine Metapher und das da ist ein echter Mensch. Stimmt. Oh Gott, das ist mir erst... Okay, muss ich zugeben, ist mir gerade so aufgefallen, dass alle hier die Geisterwesen aus der Darkseid sind und... Ja, normales. Eine Geldtasche. Das ist großes Geld. Ja, man hat das Klappern über große Münzen gehört. Deswegen großes Geld. Okay, wenn wir den Schlüssel hier reinstecken würden. Wenn wir die Steuerung dieser Steuerung übernehmen, können wir den Knopf zum Loslassen drücken. Die Polizia. Die ist mir weg hier. Weg hier, ja. Schnapp dir die Tasche. Ja, schnappen, ja. Sie sind das Lagerhaus verschwunden. Sollen wir das Lagerhaus wegen Beihilfe zu einer Straftat verhaften? Bist du wahnsinnig? Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Meute von Lagerhäusern, die in der Stadt randaliert. Sehr gut. Gefangene Verbrecher? Und die kümmern wir uns später. Verglichen mit dem Don und seinen Handlangern sind das kleine Fische. Okay, Lagerhaus. Wir gehen rein. Mach's bereit. Spann die Muskeln an. Tut mir leid, ich hab's probiert, aber ich bin immer noch ein bemitleidenswerter Haufen Fleisch, Knochen und Plasma. Hier wird der Ausgang. Kartons. Auf dem Etikett steht Kartonnachbildung aus Pappe. Nicht benutzen. Okay. Extreme. Ich frage mich, ob hier ein paar handelsübliche Beine ob ich hier ein paar handelsübliche Beine bekommen kann. Oh. Ah, wie ich mich nach Füßen sehe. Ein mechanischer Greifarm scheint Kunstobjekte aus dem Container zu holen. Bitbox. Ein Container mit Gliedmaßen und anderen Körperteilen. Den Begleiter deiner Träume kannst du dir später basteln, Chief. Der Don entwischt uns. Kisten. Die scheinen voller geplatzter Träume zu sein. Irgendwo müssen die schließlich gelagert werden. Okay, brauchen wir auf jeden Fall nochmal was damit. Dann nächster Raum. Da ist er. Ende der Fahnenstange, Bulle. Na schön mit euch. Wir sehen uns bestimmt wieder. Verdammt, er hat Magie eingesetzt. Kein so schwerwiegendes Verbrechen wie Waschpulverschmuggel, aber auch kein Kavaliersdelikt. Wie kommen wir an diesem Gerät vorbei? Okay. Lass uns das mal angucken. Das Ding ist komplett durchgedreht. Es dürstet nach Blut. Ich melde mich freiwillig. Reiß mich in Stücke, du mechanischer Grabscher. Zurücktreten, das ist ein Befehl. Du und ich. Maschine, verschlungene Kabel und Sehnen, die sich winden, bis der Bessere gewinnt, nur um nach seinem Führersieg wenig später erschöpft umzukippen. Haha. Nennen wir das Plan B. Ja. Okay. Greifarm hatten wir schon. Wir gucken uns trotzdem an, was hier noch hinten ist. Die kaputte Maschine. Der Don hat die Steuerung kaputt geschossen. Also können wir nichts damit anfangen. Vielleicht kann ich den Greifarm verführen? Merkt ihr die Idee? Wir werden sich nach einer besseren Lösung suchen.
Okay, also werden wir bestimmt ein Königswärter hier ansprechen. Nö. Dann gehen wir mal ein Screen zurück. So, wir gucken uns nochmal die Blitze an. Achso, jetzt dürfen wir reingucken. Werfen wir ein Auge drauf. Hier ein Container mit Torsen. Ja, Augen scheinen tatsächlich noch zu fehlen. Wir haben Unterleib. Je weniger Worte man darüber verliert, desto besser. Ich muss einen davon mitnehmen, als Beweisstück. Wir haben ein Unterleib. Und diese Hand ist wie zu einem Karateschlag geformt. Rechten Arm. Die Hand befindet sich in Leichenstarre. Hey, einmal sind es einfach so Torsen und manchmal sind es wirklich Leichenstücke. Gut, wir nehmen ein Torso. Ein Torso von angemessener Größe. Ein Kopf. Markantes Kinn, schönes Lächeln, vertrauenswürdige Augenpartie und perfekter Haarensatz. Ich misstraue dem Kerl jetzt schon. Braune zwei Beine, ein linkes Bein. Dafür, dass es angeblich links angebracht werden soll, neigt sich das Bein aber ganz schön nach rechts. Und wir brauchen noch ein was linkes Bein, ein rechtes Bein. Ein Bein der rechten Sorte. Der rechts. Okay, wir haben alles rechtes Torso, Unterleib. Können wir die verschieben noch und irgendwas anderes finden? Ich meine, hier ist doch noch was. Was ist denn das? Ich würde gerne nochmal hier ein bisschen hin und her swipen. Kann man das zusammensetzen schon? Was kommt raus, wenn man es zusammenbaut? Bibidi Bobotti Bu? Nein, ein Mannequin. Das ist eindeutig ein Mannequin. Ah, shit, ich hätte mal durchsuchen müssen. Okay, mit dem Mannequin. Können wir jetzt einfach den hinstellen und dann wird er hochgehoben? Jetzt haben wir einen ganzen Mannequin, dass wir an dieses Biest verfüttern können. Rein damit. Das Mannequin kann sich glücklich schätzen. Ich würde später trotzdem gerne zurückkommen und diesen neckischen Greifern persönlich verführen. Okay, zum Glück hängt's fest. Fehlt aber gerade die Animation. Finde ich gerade ein bisschen schade, aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Wir gehen durchs Portal. Nehmen wir die Verfolgung auf.